Grüß euch, Leute. Tauto wieder hier und willkommen zum neuen Jumpstart Adventskalender-Türchen. Einen schönen zweiten Advent wünsche ich euch. Und wir schnacken gar nicht lange rum. Wir öffnen einfach das Booster. So. Und es ist Witchcraft. Ich weiß gar nicht, was kann denn Witchcraft drin sein? Gute Frage. Also ich kenne leider nicht alle verschiedenen Packs. Verdammt. Gibt's so gekickt. So. Ja, ich strecke das Video auf 10 Minuten, damit ich eine Mid-Roll-Werbung einbauen kann. Mhm, man kennt's. So. Zack, zack. Und zwar Mono Black sogar. Mono Black Witchcraft. Eine Bog-Witch. Sie sagt, tap und für 2 und tap search your library for a card named Festering Newt or Bubbling Cauldron. Put it on the battlefield, tap and shuffle your library. Was sollen wir denn zwei Karten machen? Ich hoffe, ihr habt die beiden da dabei. Und zwar als nächstes haben wir die Witch of the Moors. Eine Death Touch Witch. A human warlock with death touch at the beginning of your end step. If you gain life this turn, each opponent sacrifice a creature and you return up to one target creature card from your graveyard to your hand. Interessant. Interessante Karte auf jeden Fall. Ne, das ist es nicht. Das Blood Divination ist es nicht. Also eine additional cost, du kannst spell sacrifice a creature, draw 3 cards. Interessant. Interessanter card draw spell. Bubbling Cauldron, sacrifice a creature, you gain 4 life, ist ein Artefakt, okay. Sacrifice a creature named Festering Newt, each opponent lose 4 life, you gain 4 life, equal to the Lost Way. Ah, die Bubbling Cauldron war ja das, was wir hier raussuchen können. Dann haben wir noch einen Swarm of Blood Fleas, eine Tempting Witch, Backe Backe Kuchen, Bake into Pie, destroy target creature, create a food token. Sehr cool. Dann eine Black Cat. Wenn Black Cat da ist, target opponent discards a card at random. Bloodhunter Bat. Festering Newt. Noch ein Festering Newt. Last Gap. Target Future gets -3/-3 until end of turn. Interessant, ja. Kann man bauen. Dann ein Thriving Moor. Das schwarze Thriving. Oh, sehr cooler Swamp auf jeden Fall. Sehr, sehr cooler Swamp, muss ich sagen. Und dann noch die M21 Basic Swamps. Das war wieder ein Türchen des Adventskalenders. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.